TK nach dem Spiel des SC Weiche Fenster gegen SV Dorftersen-Assel. Ende einer turbulenten Woche. Auf dem Freitagabend. Ich habe beide Trainer hier. Endstand 2:1. Und ich bekomme von Friedhof Hansen das erste Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, man hört mich. Sabi, als erstes nochmal Glückwunsch zu dem 2:1-Erfolg. Ja, ich glaube, wenn man das Spiel so ein bisschen betrachtet und vielleicht die ersten Minuten sieht, dann hat man gesehen, dass Flensburg auf jeden Fall zeigen wollte, dass sie was gut zu machen haben. Aus den letzten Wochen haben sie uns ganz schön unter Druck gesetzt und bin nicht gut ins Spiel gekommen. Aber ich glaube, wir haben uns daraus immer mehr befreit. Unglücklich war dann, dass wir genau in der Phase ein Standard-Gegentor kriegen. Das tat dann natürlich weh. Der Ball rutscht vom Pfosten direkt auf seinen Fuß und dann ist das Ding drin. Das war bitter für uns. Aber ich finde, dann sind wir gut ins Spiel gekommen, haben eine 1-gegen-1 Situation gegen Torwart, die wir super rausspielen. Dann haben wir einfach heute das nötige Glück, Qualität, dass wir das Ding da nicht reinmachen. Dann haben wir einen Standard, den wir selber super reinbringen, wo wir frei vorm Tor stehen, wieder 1-gegen-1 gegen Torwart, auch nicht reinmachen. Kann man vielleicht dem Flensburg-Torwart noch gratulieren, dass er den gut hält, aber das Ding muss halt auch rein. Ja, und dann geht es mit 1-0 in die Halbzeit. Ich finde, wir sind gut rausgekommen, haben gut Druck gemacht, sind eigentlich gut im Spiel gewesen, hatten jederzeit Zugriff aufs Spiel. Ich finde, immer mehr drin gewesen. Ich weiß auch nicht, ob zwischen der bis zur 65. Minute ob Flensburg nochmal eine Torchance hatte. Aber dann kommt halt das 2:0 nach einer super Aktion. Und dann wieder langer Ball von Flensburg. Flensburg hat, glaube ich, im Schnitt 10 cm Größe uns gegenüber. Das haben sie gut ausgenutzt in dem Moment. Gewinnen den Ball, super 1-gegen-1. Schönes Tor, 2:0. Du stehst ja erstmal da. Und dann muss ich sagen, sind die Jungs trotzdem, weil sie die ganze Zeit gut gespielt haben, gut zurückgekommen. Machen wir das 2:1 und dann sind wir dran. Und wenn wir dann einfach sagen, okay, wenn wir so dran sind und hier auswärts in Flensburg so eine gute Leistung zeigen, von der Qualität her dran sind und Flensburg eigentlich gar nicht mehr rauskommt, klar, nach 1-2 Kontern, das ist dann auch klar, ja, dann müssen wir einfach das 2:2 machen. Wir stehen wieder 1-gegen-1 gegen Torwart mit ein bisschen Spielglück, kommen wir da durch, er rutscht da weg. Aber ja, wir entscheiden uns für den Querpass. Und dann muss ich auch meine Emotionen ein bisschen zügeln, dass wir da den Elfmeter nicht bekommen. Also für mich, aus meiner Perspektive, ich habe mich erst geärgert, dass er nicht geschossen hat. Aber dann geht es ins leere Tor und wir werden von hinten meiner Meinung nach klar weggedrückt. Aber das kann jeder anders bewerten. Ja, dann machen wir den Ball auch nicht rein. Dann haben wir noch eine andere Situation, wo wir das Abseitstor schießen, wo wir zweimal frei zum Torschuss kommen. Noch ein, zwei Situationen und dann machen wir die Bude einfach nicht. Und deswegen hat Flensburg gewonnen, weil sie die Tore machen, wie heute nicht. Und wir fahren ohne Punkte nach Hause, aber trotzdem muss ich sagen, meine Mannschaft hat eine tolle Leistung abgeliefert. Wir sind auf dem richtigen Weg und dem müssen wir weitergehen. Da dürfen wir nicht eine Sekunde von abweichen. Und dann geht's Mittwoch schon wieder weiter und dann wollen wir die nächsten 3 Punkte einfahren. Vielen Dank an euch, schönen Abend und alles Gute. Die turbulente Woche geht zu Ende mit dem Heimsieg, Sabali. Willkommen an meiner Seite. Von dir das Statement zum Spiel. Ja, okay. Guten Abend. Ich bin kein Experte für diese Sätze. Meine Platz ist immer draußen, aber heute muss ich das machen. Okay? Ich reiß mich zusammen. Denn, was ich sage, ist tolle Leistung auch von den Gegnern. Und viele Respekt auch, weil die haben das auch sehr gut gemacht. War ein sehr guter Gegner vor uns. Und dann, Club gehört dazu, aber wir haben auch gearbeitet. Auch. Diese ersten Wochen, diese 3-4 Tage, so viele haben das nicht gerechnet, auch mit so einem guten Gegner nochmal eine gute Leistung zu bringen. Aber gut, so ist Fußball. Genau. Und dann, ich bedanke mich und dann, wir sehen uns nochmal nächste Woche. Und der Gegner, gute Heimfahrt. Dankeschön. Danke. Dazu Fragen. Während die Presse überlegt, kann ich ganz kurz einen Zwischenkommentar dazwischen schieben. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt aus dem Krankenhaus. Finn Wehrmann ist soeben oder wird in diesem Augenblick mit 4 Stichen genäht und wird danach nach Hause gefahren von einem Freund. Also ja, das war mehr, als dass man damit hätte spielen können und dürfen. So, ihr habt Zeit zum Überlegen. Es scheint nicht der Fall zu sein, dass das Spiel irgendwelche Fragen offen gelassen hat. Ja, für euch geht es am Mittwoch weiter.
im Heimspiel gegen Hildesheim, hast du mir gerade erzählt. Für uns geht es am Samstag weiter gegen VfB Lübeck um 13.30 Uhr hier. Bis dahin bleibt ihr noch ein bisschen, es regnet wie verrückt. Ansonsten schönes Wochenende, bleibt uns gewogen und dann bis bald. Danke.